Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizons. Ja, für mich war jetzt eine längere Aufnahmepause. Habt ihr auch bestimmt mitgekriegt, dass ich auch noch extreme Probleme mit dem Hochladen hatte. Einmal leider gesundheitlich, ist leider so. Hat es mich ganz schön ein wenig niedergerafft. Und ja, mein Rechner hat wiederum geschwommen. Da bin ich gerade dabei, eine Lösung zu finden. Habe sozusagen noch eine Zwischenlösung gefunden für mich, dass es einigermaßen funktioniert, dass ich wenigstens sozusagen zwei Folgen pro Woche hochbekomme. Genau. So, was wird in dieser Folge passieren? In dieser Folge wird eigentlich nur passieren, was bisher geschah und was wird geschehen und es hat sich was geändert. Genau, und darauf gehen wir ein. Was hat sich geändert? Genau, wir haben gedatet. Zwar noch nicht auf die aktuellste Version, aber schon mal auf eine neuere. Und zwar, wir haben jetzt abgedatet auf die Version 2.1.2.3. Haben dadurch festgestellt, dass sich einiges geändert hat. Wir haben auch für uns selber Änderungen hinzugefügt. Ob die so bleiben, wie die bleiben, werden wir rausfinden und ich werde euch auch ein bisschen zeigen, was wir jetzt demnächst verändern müssen. Ich bin mir jetzt leider nicht mehr ganz sicher, wie gesagt, es ist eine Zeit lang her, dass ich hier aufgenommen habe. Aber wie gesagt, man braucht bei GT Zeit, ja. Und die habe ich jetzt Gott sei Dank ein bisschen wieder. Und dann wollen wir da weitergehen. So, ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen. Und zwar, ich habe jetzt angefangen, die Gebäude sozusagen chunkmäßig zu setzen. Also wenn ich jetzt hier hingehe und ich drücke jetzt F9, dann habt man hier einen Chunk. Ja, und wenn man sieht, fängt hier sozusagen die eine Ecke an und hört hier die andere Ecke auf. Ja, also das heißt, der Weg ist jetzt genau mittig gesetzt. War früher viel näher da dran. Ich weiß, da hinten war, glaube ich, auch die Baumfarm. Die zieht es auch demnächst um, beziehungsweise da ist eins meiner übernächsten Projekte, dass wir mal mit Forestry anfangen. Da habe ich auch Forestry umgestellt, weil standardmäßig ist Diamond. Und wir haben es jetzt schon mal bei uns auf quadratisch umgestellt. So, dann genau, dann sieht man ja auch, dass jetzt sozusagen die Gebäude dann auch in diesen jeweiligen Chunks drin sind. Also da habe ich jetzt dann auch versucht, diese Chunk-Linien zu beachten. Das heißt, die Kühe sind dann auch sozusagen ein bisschen nach hinten verrückt und ich bin da ganz ehrlich, das sage ich jedes Mal, habe ich nicht umgebaut, sondern das wurde mit World Edit verschoben. Dasselbe habe ich auch mit dem Turm da gemacht. Der Turm wurde nämlich einmal in diese Richtung um einen verschoben, weil mir das nämlich auf den Keks ging, dass ich hier eine sozusagen Viererstraße habe. Und wenn man hier reingeht, hier unten eine Dreierstraße war. Das, ja, ich weiß nicht, hat mich kopftechnisch irritiert. Dann haben wir hier schon angefangen. Wir sind um eine Position weiter nach unten gerutscht. Und die Türme sind jetzt 5 hoch. Und wir haben hier auch schon die Treppe angelegt für den Weg nach unten. Das heißt, hier ist dann jetzt dann die Ebene des Transportes, des manuellen Transportes. Also das heißt, wenn wir irgendwann mal sagen, okay, wir haben entweder von Railcraft oder von Minecart, also auch Transport, ja, dann kommt das dann alles hier hin. Und wird dann hier sozusagen über die Schienen laufen gelassen. Dann muss ich nur gucken, dass ich keinen. Ich glaube, ich habe den Bereich noch nicht angelegt.
Warte. Ich schaue. Aber ich bin noch leicht. Genau, ich gehe mal trotzdem runter. Denn man sieht hier schon ein. Ah, nee, ja, ich weiß, was falsch ist. Ja, dieser Bereich wird jetzt sozusagen neu. Weil da kommen jetzt dann die Ebene rein, wo die Chunks geladen werden. Und wenn ich noch spezielle weitere Sachen brauche, die sind dann eine Ebene drunter. Ja, also wir sind gerade sozusagen hier am Bauen und Buddeln. Ja, also das ist jetzt sozusagen, jetzt laufe ich gerade auf der Ebene, ich glaube, die schon stimmt. Genau. Ja, da sind es auch schon fünf. Und diese Ebene, wo ich jetzt gerade hinlaufe, das ist dann sozusagen die Ebene, die ist dann nochmal sich ja, verschieben wird um eins. Genau. Das ist jetzt dann sozusagen die Chunk Loader Ebene. Die halt dann, wie gesagt, nach unten kommt. Wie gesagt, oben drüber ist dann die Transportebene. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auch sehr viel haben mit Pipes und allem drum und dran, dann kann es passieren, dass die dann auch sozusagen in die Ebene 2 wandern. Weil wie gesagt, wir haben halt oben das Problem, dass man halt begrenzt ist an der Menge. Weil wie gesagt, wir haben ja auch noch diese kleinen Keller drunter. Und die sollen ja auch sozusagen funktionabel sein. So, ich kann jetzt dann hier nach oben. Dum. Und wie gesagt, wir arbeiten jetzt hier schon mit allen möglichen Sachen, dass wir jetzt da vorankommen. Denn wie ihr wisst, ne, also solche Umbauprojekte dauern ewig und das tue ich euch nicht an. Nein, nein. Ja, und wie gesagt, jetzt hat man hier fünf Ebenen, also sozusagen Ebenen. Das heißt, hier wird ja auch noch der Strom entlang laufen. Beziehungsweise, wir laufen jetzt mal in den nächsten Bereich rein, der sich jetzt dann noch ändern wird. Es kann sein, dass diese Ebene hier ein bisschen noch nach unten kommt. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie wir das machen. Wenn ich aber soweit bin, zeige ich es euch auf jeden Fall. Ja. Ich würde das meiste bauen. Haben wir ja mal so ausgemacht. Wie gesagt, außer ihr möchtet da Änderungen haben, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese auch wirklich. Genau, dann habe ich jetzt hier angefangen, dass wir jetzt diesen Bereich jetzt auch verändern wollen. Das heißt, diese ganzen Bäume werden noch weiter hier rüber wandern. Hier wird sozusagen eine Vanilla-Baumfarm entstehen von Pam. Hier werden unsere Büsche sein. Und hier oben, da werden dann unsere Baumfarmen hinkommen. Und vor allem, da werden dann auch Solarkraftwerke und so weiter und so fort hinkommen, die halt diesen Bereich dann für uns abdecken, dass wir hier Strom generieren können. So, es ist Nacht. Sehr schön, ich habe keinen Blutmond. Mit meinem Glück hätte ich jetzt gedacht, dass ich jetzt Blutmond kriege. Genau. So, wie gesagt, die Mauer hat sich um einen verschoben. Da habe ich jetzt euch alles gezeigt. Momentan, also, dass ihr schon mal ein bisschen Änderungen mitkriegt. Ich habe momentan bei uns Agricraft mit rein. Agricraft ist aber noch nicht für mich komplett implementiert. Ich habe ihn Mod drin. Alleine wegen zu experimentieren, wie ich was hinkriege. Ich habe schon gesagt, am liebsten wäre es mir irgendwie, wenn ich es schaffen würde, das so zu machen wie die GT-Jungs, dass man zum Beispiel diese Sachen alle schnitzeln kann. Problem ist nur,
dann muss man halt die Schlüssel verändern, dass man das hier reinkriegt. Weil ich glaube, es geht nicht per Tweaker. Und ja, da muss man halt ein bisschen Sachen anpassen. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Schmarrn erzähle. Ah, okay, der Rucksack ist voll. Genau. Ah, okay. Da habe ich es auf dem Server noch nicht geändert. Im Singleplayer habe ich schon geändert, weil wie gesagt, da teste ich auch momentan viel. Weil es hat sich auch im Pack sehr viel geändert. Oder einiges geändert. Also das wird auf jeden Fall noch angepasst, weil ihr habt gesehen, man hat zwei Sachen rausbekommen. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Man bekommt nur noch eine. Weil klar, weil sonst tust du ja AgriCraft und IC2 sozusagen kastrieren. Das hat mich bis jetzt gewundert, dass das Dream selber noch nicht gemacht hat. Weil, ja, wie gesagt, man pflanzt sie vanillamäßig an und kann bis zu vier Sachen rausbekommen. Dann nimmt man die IC2 Crops oder die dann AgriCraft. Und da kann man halt maximal vier rausbekommen, wenn man die hochgezüchtet hat. Ja, und das kriegst du halt vanillamäßig. Dann habe ich auch geändert. Durch AgriCraft ist das ja möglich, dass man nicht mehr alles anpflanzen kann, vanillamäßig. Und zwar, man kann nur noch bei uns anpflanzen die Standard-Vanilla-Sachen, die du am Anfang kriegst. Also das heißt Karotten, Kartoffeln, Weizen. Ich glaube, Karotten, genau. Das habe ich auch noch mit drin, weil das braucht man ja auch am Anfang, wie Sand am Meer. Und das glaube ich, könnte sogar schon gewesen sein. Sozusagen, wenn man jetzt alles andere anpflanzen will, braucht man dann die Crops von IC2. Funktioniert natürlich für PAM nicht. Also das heißt, wenn man PAM anpflanzen will, dann braucht man AgriCraft. Und AgriCraft fängt sozusagen bei uns ab LV an, weil dafür braucht man entweder die Long Sealed Wood Sticks. Ja, das sind sozusagen Long Wood Sticks im Seed Oil gebaden. Oder es gibt natürlich auch zwei Assembler-Rezepte. Und zwar einen Long Sealed Woodstick plus Programm Circuit Nummer 2. Dann bekommt man, wie gesagt, diese Crop Sticks raus, zwei Stück. Also sozusagen, das ist das 1 zu 1 Rezept zu den Crop Sticks von IC2. Nur halt als Long Sealed. Und als zweite Möglichkeit natürlich, dass man die Crops mit dem Circuit 1 und 120 Liter Seed Oil auch zu einem Cropstick umwandeln kann. Wie gesagt, AgriCraft werde ich dann viel mehr erklären, wenn es auch komplett implementiert ist. Wie gesagt, ich habe schon Rezepte angepasst. Ich bin momentan noch beim Überlegen, ob ich zum Beispiel den Seed Analyzer, wie er momentan hier drin ist, nochmal verändere, weil momentan kann ich ihn so bauen. Cool wäre es natürlich, wenn ich den gar nicht bräuchte und ich könnte die Seed-Analyse in den Scanner von GregTech integrieren. Aber da kenne ich mich noch zu wenig aus. Wenn da jemand, also wie gesagt, sagt, er hat Tipps, Tricks, schreibt mich einfach an, Kommentare oder kommt in Discord vorbei. Wie gesagt, oder wie gesagt, am besten den Kommentar anschreiben, du, ich kenne mich da aus, ich kann euch helfen. Kann man mal hingehen und sagen, okay, alles klar, dann schreibe ich denjenigen an, dass man sich halt mal im TS oder im Discord sich halt dann austauscht. Genau. Ich habe, wie gesagt, Rezepte schon angepasst. Es gibt auf jeden Fall Vanille, also normale Shape Crafting Rezepte. Es wird aber auch Assembler Rezepte geben. Das ist zum Beispiel noch nicht angepasst. Da kommt auch noch ein wenig was auf mich zu. So, dann, was habe ich dann noch vor?
was ich ändern soll oder wird. Und zwar, ich möchte gerne, dass diese Agricraft Seeds, also am liebsten hätte ich es eigentlich, dass ich einen, dass ich über, wie gesagt, momentan mein Tweaker, die Rezepte ändere, weil in-game das zu machen, solange Agricraft nicht von GTNH selber mit drin ist, macht für mich keinen Sinn. Ich habe zwar mal nachgefragt, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man die Rezepte so einstellen kann, dass man das halt, ja, dass ich aus einem IC2 Crop Seed einen Agricraft Seed macht, aber das heißt, mein Problem ist momentan, ups, ich habe doch vorhin, da sind welche, genau, weil wenn ich jetzt das so mache, kann ich mal zeigen, slash empty hand, für diejenigen, die es mal wissen wollen, wie sowas geht. Ja, und jetzt seht ihr, ist ein Item Crop Seed with Tags Owner Berries plus plus. Name Blackberry. Es wurde gescannt. Einmal. Hat ein Growth von 4, eine Resistance von 0 und eine Gain von 3. Und ich hätte es halt gerne bei mir so gemacht, dass man halt sagt, okay, man kann, sagen wir mal, 4 oder 6 Crops, was halt vor allem am meisten Sinn macht, wie Potatoes, Carrots, Wheat, Cotton, Sugarcanes und vielleicht Kaktus oder so, sozusagen hingehen und sagen, okay, wenn dieser Tag, wenn also Growth, Resistance und Gain über 10 ist, ist dieser Seed sozusagen verwendbar, um daraus einen Agricraft Seed zu machen. Das ist halt jetzt dann sozusagen, das wäre meine Idee, dass man halt sagt, okay, ich muss ihn erstmal hochzüchten und daraus dann Agricraft Seeds zu machen. Und das heißt, es wird dann diese ganzen Seeds, die wo man jetzt hier sieht, wird es dann nochmal als verbesserte Version geben. Wenn es nach mir sogar gehen würde, heißt es für mich, ich müsste ich würde dann sozusagen erstmal dreckige Seeds bekommen. Das wäre eigentlich so mein kleines Träumchen, aber dann muss ich halt wirklich einen Mod schreiben. Ich bin zwar ein bisschen dabei, aber das würde ja noch mehr Zeit fressen. Und ja, man hat. Also das hat jetzt für mich nicht Oberpriorität, aber es ist im Hinterkopf, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Genau. So, dann habe ich schon mal wegen was ausprobiert und zwar bei Pam. In der Version 1.12.2 kann man ja über, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas mit Glück zu tun hat oder irgendwelche Fähigkeiten. Kann man ja sich sozusagen diese Sachen hier erarbeiten. Indem, dass man jetzt zum Beispiel da den Baum, also ab und zu fallen die halt runter. Sagen wir es mal so. Da habe ich mal gedacht, ja, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt bei IC2, dass ich das auch machen kann? Und dann habe ich mir erst mal ausgedacht, okay, zuerst habe ich mir gedacht, machst du Äpfel? Habe mir gedacht, Äpfel ist eigentlich viel zu billig. Ja, 4 Äpfel zu nehmen, Messer zu nehmen, ich habe einen unendlichen Apfel, ist ein bisschen günstig. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob dieses Rezept so bleibt erstmal. Aber ich habe ja gesagt, okay, man hat 4 Säpplinge und ein Messer und dann kann man sich einen so einen Apfel herstellen. Den kann man natürlich dann an die Blätter hängen und sozusagen die Bäume da unten mit den Früchten halt verbessern. Das habe ich jetzt, wie gesagt, momentan, glaube ich, schon mit allen PAM-Sachen hier erledigt. Genau. Also man braucht sozusagen den Jungle Sapling und man braucht die Frucht dazu. Und das 4-mal, dass man halt den herkriegt. Es kann sein, dass man da halt nochmal 4
Stück brauchen wird. Bin ich mir aber noch nicht, wie gesagt, ganz sicher. Dann habe ich für mich mal probiert, weil ich habe festgestellt, mit dem Weed. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Rezept standardmäßig ist oder von mir. Aber ich glaube, ich habe das auch hinzugefügt. Und zwar, wenn man sozusagen mit einem, ja, Softhammer draufhaut, dass man halt Seeds abschlägt. Also man muss halt dann sehen, dass ich da nicht einen Seed rausbekomme, sondern einen ganzen Bündel von Seeds, und die schmeißt man halt rein. Also ist mir das auch nicht klar. Sondern gibt es ja von der Sackmill sozusagen die Möglichkeit, dass ich den Weed durchjag. Dann bekomme ich hier von Ender.io Floor raus und einen Seed. Da habe ich mir gedacht, warum gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass ich in Seed vermehren kann? Also, dass ich mehr rausbekomme. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe da einen Sifter. Das ist ja so eine Art Sieb. Ja, eigentlich, ich glaube, das ist so eine Art Schüttelsieb. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir mal da eine Möglichkeit. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit den dreien belasse. Könnt ihr mir mal schreiben, ob das drei zu viel ist? Ob ich lieber hingehen soll und sage, okay, du kriegst einen oder einen definitiv raus, 2,75, 3,50, dann meinetwegen 25, 10, 5. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr da am besten findet, weil das möchte ich dann auch mit allen Seeds machen. Dass ich da eine Möglichkeit bekomme, dass man halt, wie gesagt, die Seeds über den Sifter sozusagen mehrere Seeds rausbekommen kann. So, was ich noch gemacht habe, ist, was mich nämlich auch ein wenig verwundert hat, ist, wenn ich jetzt den Seed hier nehme, dann habe ich hier im Fluid Extractor die Möglichkeit, mit einem Seed ein 10 Seed Oil zu machen, und zwar 10 Liter. Das geht auch mit Barley. Na, auch hier, da kommen nur 3 Liter raus. Ja, habe ich mir mal angeguckt, was gibt es da so für Möglichkeiten. Also ich habe 3 Liter, ich habe 10 Liter. So, und dann wollte ich natürlich auch diese Seeds mal verarbeiten. Dann habe ich festgestellt, diese Seeds kann man nicht zu Seed Oil umwandeln. Habe mich gefragt, warum? Ist doch eigentlich Schwachsinn. Genau, und dann bin ich hingegangen und habe ein Rezept für mich hinzugefügt. Und das habe ich schon hingekriegt, dass ich dann sage, okay, ein Seed von IC2 ergeben 5 Liter. Also so ein Mittelding. Jetzt, Sachen sind auch hier alles gleich, weil ich finde, man sollte die nicht einfach wegschmeißen können, weil Seed ist Seed. Und genau. Das habe ich dann so für mich dann halt auch noch geändert. Es sind ein paar schöne Rezepte noch dazu gekommen. Eins kann ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich das klasse finde, dass das drin ist. Und zwar Wood. Ich glaube Plate. Nee, dann ist es Plate Wood. Ne, auch nicht. Sehr schön. Dann muss ich mal hier gucken. Genau. Und zwar die. Ach so, es ist ein Blank. Okay. Und zwar, es gibt ein neues Assembler-Rezept. Und zwar mit ein bisschen Kleber und 64 Wood Pulp und dem Circuit Nummer 2 kriegt man einen ganzen Stack raus. Habe ich gesagt, ist klasse. Ist mit implementiert. Also ist für mich registriert. Ja, genau. So, dann haben wir das noch abgeklärt. Ich muss noch ein bisschen mich beeilen, weil eine Änderung wird es auch geben. Ich versuche nicht mehr länger als die Folgen als 40 Minuten zu machen, damit ich eine Chance habe, bis meine Zweitlösung oder meine Erstlösung greift, indem dass ich mir einen Renderrechner zusammenbastel.
dann will ich die Folgen definitiv so bei 40 Minuten lassen. Habt ihr auch mit den letzten Folgen gemerkt, dass ich die auf einmal mittig getrennt habe, weil sie einfach zu lang waren. Und wie gesagt, ich möchte ja über kurz oder lang wieder dazu kommen, dass es mehr Videos geben soll. Bei Regrowth und Stoneblock, ich weiß, die gibt's auch noch. Und da wollen wir auf jeden Fall auch noch weitermachen. So, was sich aber leider noch durch die Version geändert hat, das sieht man leider jetzt am besten hier, ist, ihr seht, ich habe hier Öl drin und ich habe da oben jetzt auch Molten Nickel drin. 1000 Liter. Ich habe jetzt schon gesagt, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich sozusagen die dann kappe, dass ich das Sulfuric Light Fuel ablaufen lasse. Und dass ich das wegkriege. Weil ich möchte nicht, dass die zwei verschwinden, nur weil hier ein Bug drin ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Bei uns ist es halt leider so. Es ist jetzt leider in jeder Distillery 1000 Liter Molten Nickel drin. Also die werde ich auf jeden Fall vernichten. Genau. So, was hat sich noch geändert? Und zwar, ich habe hier jetzt die Möglichkeit, das sieht man leider nicht beim Texture Pack. Ich kann jetzt über Sneaken und einem Linksklick sozusagen hier in die Selected Machine Mode reingehen und kann mir hier meinen Circuit aussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Rezept habe, um zum Beispiel Sulfuric Light Fuel herzustellen, im Chemical Reactor, okay. Ah, ne, man sieht es hier, ne? Also ich habe hier jetzt ein Circuit 4 drin. Ja, und ich kann jetzt dann hingehen und sagen, okay, Circuit 4 reinstellen und kann den rausnehmen und dann funktioniert das Ding auch. Das heißt, diese Circuits werden jetzt dann peu à peu auch alle verschwinden. Wie gesagt, wir werden jetzt dann die ganzen Gebäude durchgehen müssen, ob und wie sich da was geändert hat und werden das dann halt austauschen und verbessern. Genau, dann hat sich auch noch ein bisschen was in dem Raum oder für diesen Raum verändert. Ich weiß es noch nicht, wie stark das hier eine Auswirkung hat. Und zwar haben sich ein paar Rezepte verändert, zum Beispiel Aluminium. Genau, wenn man nämlich früher hingegangen ist, konnte man ja Aluminium im EBF einfach herstellen. Ah, okay, man sieht jetzt hier auch irgendwas. Genau, das hat sich auch geändert. Es gibt so viel, was sich da geändert hat. Das werden wir hoffentlich peu à peu dann mal durchquatschen. Genau. Und am besten klicke ich auch noch auf die richtige Seite. So, jetzt habe ich hier ein Blast Furnace. Ja, gibt es ja diese zwei Rezepte. Und zwar mit Aluminium Dust und dem Circuit Nummer 11 und Oxy erreiche ich das. Aber es hat sich hier unten was geändert. Und zwar die Heat-Kapazität ist auf 2054 Kelvin gestiegen. Und hier unten auch. Und das hat man natürlich am Anfang nicht. Ich glaube, 1800 hat man, wenn man das erste Mal Aluminium herstellen will. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, es gibt nochmal, glaube ich, eine Version danach, ob sich da nochmal was geändert hat. Aber ich möchte es euch zeigen, die sozusagen jetzt sagen, sie probieren es gerade und die 2123 verwenden und sagen, okay, das klappt nicht. Genau, weil man hat jetzt sozusagen Alumina Dust und Kryolith Dust und das kann man zu Aluminium verarbeiten. Dann braucht man auch keine Zusätze. Aber man kann mit 963 Kelvin das Material herstellen.
Das ist sozusagen die erste Stufe. So, und dann hat er noch eine große Änderung gemacht, die für uns nicht am katastrophalsten, aber zu einem Dilemma bringt, und zwar diesen Raum hier. Weil zurzeit haben wir es so eingestellt, dass er die Sachen hier in die Kisten macht und dann in die Drawer reinpackt, und die Drawer haben dann diejenige Reichweite, haben wir sogar schon mal umgestellt gehabt, dass man das alles reinsortieren kann. Und diese hat er extrem reduziert. Und zwar, die haben jetzt, glaube ich, nur noch eine Reichweite von 4. Also das heißt, er geht bis hierhin und dann ist Feierabend. Haben wir natürlich gesagt, das ist natürlich nicht gut, aber es ist auch ein neuer Mod mit hinzugekommen. Nicht von mir, sondern von GT selber. Und zwar, es ist dazu gekommen, Logistikpipes. Wir müssen uns jetzt mal angucken, was mehr Sinn macht und vor allem, was auch Lecks betrifft. Weil es gibt ja auch Project Red, und Project Red ist ja ähnlich aufgebaut wie Logistikpipes. Nur Logistikpipes, finden wir, ist für uns ist teurer. Denn wenn ich jetzt hingehe und ich habe jetzt hier eine Basic Logistikpipe, die kostet mich einen Diamant Rod, ein Small Gold Gear, 8 Silber, einen LV-Prozessor und achso, dann braucht man noch einen Unrouted, und beim Unrouted ist Long Stainless Steel dabei. Also das Ding können wir noch gar nicht. Doch, wir können es mittlerweile hier herstellen, weil es HV ist. Okay, es geht auch noch mit einem Long Steel Rod. Das ist dann gar dann schon ein LV. Aber wie gesagt, man braucht Reinforced Glass, man braucht Gold Fine Wire. Und wie gesagt, dann hast du Project Red drin, das halt von der Grundthematik ähnlich aufgebaut ist. Wir müssen gucken, wie wir es machen. Aber wie gesagt, wir müssen diesen Raum hier komplett für uns umbauen, dass dann halt in Zukunft Pipes das Zeug aufräumen. Das wird auf jeden Fall spannend. Schon wieder dunkel. Genau, dann habe ich noch festgestellt, dass das hier auch sozusagen dieses Schlafen auch eine kleine Änderung hat. Und zwar, wie man jetzt sieht, bekommen wir, wenn unsere Lebensleiste voll ist, bekommen wir einen Boost. Also einen Random Boost. Momentan bekommen wir zum Beispiel einen Health Boost. Man kann Wasser oder Feuer fester sein. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Genau. Wie gesagt, ich kann nicht alles runterbeten, was sich geändert hat. Es hat sich für uns sehr viel geändert. Genau, dann haben wir jetzt für uns vorgenommen, darum seht ihr auch diese lustigen Schildchen hier. Das ist sozusagen jetzt erstmal unsere To-Do-Liste, was wir alles an den Gebäuden verändern müssen oder insgesamt ändern müssen. Hier sieht man auch unsere Wall von der Mauer aus arbeiten. Filler darf benutzt werden. Unterirdische Bergbauarbeiten, Chemiewerk, Oxyproduktion, Werkstatt, LV und MV autark machen. Das sind jetzt halt so unsere Sachen, die wir jetzt für uns selber erstmal entschieden haben, weil halt, da muss ich doch rein, weil ich muss hier runter. Aha. Ja, auch hier haben wir schon angefangen, Änderungen vorzunehmen. Ich weiß, es wird zu viel. Ich muss entweder schneller reden oder das sogar aufteilen auf zwei Folgen. Ha. Ja, also es werden hier auch Änderungen kommen, denn es wird sonst auch zu viel und zu unübersichtlich für uns. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt den Raum hier so umbauen, dass zum Beispiel die LV-Bereiche, also diese Motoren hier,
einmal die Raffinerie und einmal den Werkstattraum, LV und MV-Raum. Oder auf jeden Fall LV-Raum autark laufen lassen können. Das heißt, wenn irgendwas mit dem Strom passieren sollte, habe ich immer noch die Möglichkeit, über diesen zweiten Weg da drüben im Haus zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist jetzt halt dann für uns die Hauptarbeit mit. Genauso im Chemiewerk hat sich ein bisschen was verändert, weil sich da auch ein paar Rezepte verändert haben. Lager wird auch, wie gesagt, interessant, weil wir haben es natürlich so aufgebaut, dass das auf dem Drawer-System basiert. Na, haben wir ja auch dasselbe Problem da hinten. Also werden wir da auch mit Pipes arbeiten müssen, haben aber schon teilweise damit angefangen, wie wir uns das schon mal geplant haben. Ich glaube, wir haben aber noch nicht angefangen, das Zeug zu produzieren. Genau. Ja, so. Noch irgendwas, was mir. Ich bin ja schon mittlerweile froh, dass wir hier drin sozusagen Leerraum gelassen haben, als hätten wir es geahnt. Problem wird nur halt die Drawer, die sozusagen an den Pfosten sind. Ja, weil. Da muss ich mir was überlegen. Entweder werden dann die Pfosten mittig so gesetzt, dass die dann hier so eine Art Streben reinkriegen. Man wird sehen. Ja, weil, wie gesagt, ist momentan ja hier. Und die sollen ja eigentlich auch noch ja, das Gebäude sozusagen abstützen, nicht stürzen. Genau. Das müsste eigentlich das Gebäude tun. Kokerei wird auch eins der nächsten Sachen sein. Wie gesagt, dieses kleine Gebäude, wo ihr die Saplinge gesehen habt, das wo ziemlich am Rand war, das wird vermutlich rübergehend dann zu den Forestry Farmen. Genau. Und ja. Wenn ihr noch irgendwas sagt, was euch aufgefallen ist oder nicht aufgefallen ist und ihr sagt, ja, erklär mal das oder so, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin jetzt auch dabei, zeitnah sozusagen das mit aufzunehmen. Das heißt, ich habe jetzt zwar bei Regrowth und bei Stormblock habe ich noch einiges auf Halde. Aber wie gesagt, ich möchte es jetzt dann bei GT so machen, dass ich halt, wie gesagt, entweder mal irgendwann in einem Stream das mache. Könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Dass ich sage, okay, wir machen jetzt irgendwelche Umbauten und Fragestunden in einem Stream, kann ich natürlich dann auch auf YouTube mit hochladen. Aber das sind dann so eine Art Sonderepisoden. Und genau, und dann geht es dann halt immer regulär halt so am Wochenende weiter. Also momentan bin ich habe ich so im Kopf, ein GT immer Samstag, Sonntag laufen zu lassen. Vielleicht, wie gesagt, wenn ich genügend Material habe, gibt es dann Freitag, Samstag, Sonntag. Und halt an den anderen Wochentagen soll es dann halt Stormblock und Regrowth geben. Genau. So, und dass ich auch noch in der Folge was geschafft habe, sieht man hier ein schönes Schildchen. Und zwar ein Traveler's Belt. Das heißt, wir brauchen harten Leather, man braucht drei Advanced Circuits und drei Diamantplatten. Ich nehme da mal einen raus. Dann gehen wir bei uns in den Bereich rein und ich habe hier meinen Traveler's Belt drin. Es ist noch schön, dass ich jetzt nur nicht mehr weiß. Das ist, glaube ich, Tinker. Tinker's Construct, Belt ist B. Ja, oder auch nicht. Was ist bei mir 8? 8 ist bei mir nix. Options, Controls. Wenn ich jetzt hier Belt eingebe und ich drücke auf die 8, steht da schon drin, gibt es einen Konflikt.
Numpad echt. Place item in World. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was das ist. Ich muss mal schnell gucken. Numpad 1 ist belegt. Numpad 2 ist belegt. 3 ist belegt. Insert ist belegt, Home ist belegt. Ja, das ist der einzigste Nachteil. Ah, End ist frei und der Belt wird die 8. So, genau. Jetzt kann ich nämlich hier sozusagen umschalten und da unten meine Tools ein bisschen noch aufräumen. Das heißt, wir haben noch etwas mehr Platz. Ja, also ich habe, wie gesagt, war jetzt eigentlich mehr so eine Info-Sache mit, was hat sich alles bei uns geändert. Wie gesagt, wenn wir zum Beispiel sowas, wenn wir noch sowas machen wie bauen, so als letztes, und ihr sagt, ja, möchten wir sehen. Wie ist das für euch? Wollt ihr das dann sehen, wenn wir soweit sind, oder sagt ihr, ist egal, streu es einfach so mit ein? Weil, wie gesagt, jetzt kann es jetzt passieren, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt das Bauen an, ich streame jetzt aber erst in 2 oder 3 Wochen. Wie gesagt, muss ja auch erst Zeit finden und die 2 anderen Jungs auch. Dann bauen wir sozusagen die Map um. Ich nehme natürlich vorher ein bisschen auf, weil klar, ich brauche ein bisschen Material. So, und dann heißt es auf einmal, wir bauen dann in 2, 3 Wochen. Und auf einmal sind wir entweder von den Folgen her viel weiter oder viel mehr zurück. Ja, wenn man zurück ist, kann man sagen, okay, wir schieben dann das sozusagen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in die Zeit, wo wir dann auch da sind. Wenn wir aber natürlich einigermaßen zurück sind, dann ja, ist es erstens, wie ist das mit Spoiler? Ja, weil wenn ich jetzt, wie gesagt, hier jetzt ein neues Gebäude hinstelle oder beziehungsweise, ja, ein neues Gebäude hinstelle, das kommt dann natürlich erst 5 Wochen später, weil ich das halt im Stream gemacht habe. Beziehungsweise ich habe in dem Gebäude was umgebaut, weil zum Beispiel Stromversorgung jetzt auf Stromversorgung 2.0 umgestellt wird. Dann kann es natürlich auch passieren, dass ich dann in der Streamfolge da reingehe und auf einmal seht ihr, der Raum ist da komplett anders. Das könnt ihr aber auch mal in die Kommentare schreiben, ob das euch egal ist oder wie man das halt am besten für euch, wie ihr das am besten haben wollt, weil dann können wir das sich auch ein bisschen drauf einlassen. Genau. So, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende. Ich habe auch oft genug so gesagt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie zum Beispiel Rezeptvorschläge für AquiCraft, weitere Rezeptvorschläge oder sagt, ihr könnt uns helfen mit Modding oder sogar mit Texturen, weil das Problem werden wir auch noch kriegen, weil ich hätte nämlich gerne diese von Botany gibt es ja diese schönen Böden. Das Problem ist nur, diese Böden verändern sich über die Wasser, über den Wasserfluss. Ich sage ja, ist nicht jetzt gerade schlimm. Problem ist nur, wenn man große Flächen macht und sich dieser Block ändert, wenn schon die Crops draufstehen, ist es nicht so prickelnd. Also hätte ich gerne sozusagen eine Art Garten-Stuff, beziehungsweise hier ist es Set-Tones. Genau, Set-Tones kann ich mal schnell eingeben. Da gibt es ja diese Gartensoil-Blöcke. Und diese Gartensoil-Blöcke hätte ich gerne auch sozusagen für Botania. Oder wenn man sagt, man baut GT-mäßig noch weitere Maschinen mit rein. Das, was ich eigentlich dann auch mit meinem Pack vorhabe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, es gibt, weil das ist einer meiner größten Ideen, ich merke schon, ich überziehe wieder, dass wir irgendwann so eine Art Schlachtmod mit reinbringen. Die Idee haben wir eigentlich schon länger, dass man sagt, okay, man kriegt jetzt halt nicht mehr ein Steak raus aus einer Kuh, wenn man sie umhaut,
sondern man kriegt sozusagen einen Kuhkadaver und den kann man dann sozusagen vanillamäßig in den Tisch verpacken oder dann in den Maschinentisch. Ja, und da braucht man halt Texturen. Und da bin ich halt nicht so fit. Und wenn da einer sagt, ja, ich habe da Ideen oder ja, ich kann euch helfen, wie gesagt, Kommentare beziehungsweise Discord, TS, whatever, mit uns in Verbindung setzen, dann das wäre irgendwie super. Wie gesagt, wenn ihr noch sonstiges habt, einfach Kommentare. Ich lese auf jeden Fall. Da will ich mich auch ja bessern, dass ich da auch wirklich auf darauf antworte, dass ihr seht, ich habe es gelesen. Und ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Für diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr das auch tun, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, ey, jedes Video möchte ich auch mitkriegen, dass ich ein Video hochgeladen habe, dann aktiviert die Glocke. Und wir sehen und hören uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.